Mein Name ist Jana Kögel. Ich habe an der Karlsruhe-Schule internationales Eventmanagement studiert und ich arbeite bei Fock Darms im Bereich Guestmanagement. Mein Name ist Martin Schulz. Ich bin Direktor für Guestmanagement und IT im Hause Fock Darms, einer Agentur für Events und Live-Marketing. Fock Darms steht für die Inszenierung von spannenden Projekten und auch interessanten Produkten. Wenn man bei uns anheuern möchte, sollte man mitbringen emotionale Intelligenz, aber auch natürlich die entsprechende Einstellung zur Arbeit. Mir war beim Arbeitgeber wichtig, dass ich viel Verantwortung übernehmen kann und viel Erfahrung sammeln kann. Das Team muss natürlich auch stimmen und das habe ich bei Fock Darms definitiv alles gefunden. Ich erinnere mich da gerne an mein erstes Semester an der Karlsruhe-Schule zurück. Da waren wir damals auf einer Exkursion hier zu Fock Darms und alle mit großen Augen in dieser Präsentation saßen und davon geträumt haben, hier mal anfangen können zu arbeiten. Und als ich dann damals mein Pflichtpraktikum auch hier bekommen habe und hier anfangen konnte, das war schon ein kleiner Traum, sage ich mal, der da in Erfüllung ging. Gerade die praxisbezogenen Dinge, wie zum Beispiel die Company Projects oder eben auch viele Gruppenarbeiten, haben mich sehr gut auf meine Arbeit jetzt hier bei Fock Darms vorbereitet. Das ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen das, was die Karlsruhe-Schule ausmacht, diese Praxisnähe in Verbindung mit dem theoretischen Hintergrund. In der Tat hatten wir schon ca. 5 Karlsruhe-Schüler hier im Unternehmen und haben sehr positive Erfahrungen gesammelt. Die Absolventen der Karlsruhe-Schule zeichnet aus, dass eine entsprechende Motivation vorherrscht und auch praktische Fähigkeiten schon mitgebracht werden. Event ist für mich dann erfolgreich, wenn die Teilnehmer zufrieden sind und alles gut gelaufen ist. Dafür ist auch wichtig, dass man in stressigen Phasen auch mal einen kühlen Kopf behalten kann. Und wenn man dann aber am Ende sieht, dass alles funktioniert hat, dann ist es das auch definitiv wert und auch das, was einen antreibt.